Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Herzlich willkommen bei Let the Future Talk. Eine neue Ausgabe und zu Gast ist heute Julian Baske. Julian, wir haben uns bei YouthStart kennengelernt, einer Online-Veranstaltung, wo du ein Buchprojekt vorgestellt hast. Oma, was ist Schnee? Und über das möchten wir heute sprechen. Heute ist auch die liebe Ingrid dabei als Expertin eigentlich für das Thema der jungen Leute. Julian, erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du bist Schüler und du bist jetzt auch Kinderbuchautor. Wie kam denn das? Freut mich erstmal, dass ich dabei bin. Und dann war es ja nicht nur ich, der das Kinderbuch geschrieben hat, sondern zusammen mit meinem Team, das sind vier Schulfreunde aus meiner Klasse, und wir sind ja im ersten Semester letzten Jahres oder letzten Schuljahres draufgekommen, dass der Klimawandel ja so ein großes Thema ist und so viel darüber diskutiert wird, aber lustiger oder nicht lustigerweise ist er ein ernstes Problem. Interessanterweise sind die Kinder gar nicht wirklich eingebunden. Es betrifft die Kinder ja am meisten, was der Klimawandel für Auswirkungen haben wird. Und dann haben wir uns speziell im Buchbereich umgeschaut, weil Bücher sind ja immer noch dieses klassische Medium, mit dem Kinder über die Welt lernen können und auch so, dass sie Spaß dabei haben. Und wir dachten, da gibt es bestimmt Dutzende Kinderbücher, die genau das super machen. Aber wir waren sehr unzufrieden mit dem Angebot. Es war ja zunächst nur eine Idee, und die haben wir dann auf Druck unseres Klassenvorstands dankenswerterweise einen Businessplan-Wettbewerb von der Organisation IFTE eingereicht und hatten da dann ziemlich viel Erfolg. Und im Schnelldurchlauf haben wir durch diesen Erfolg dann den Mut gefasst, eine Firma oder eine Junior Company ist ja auch eine echte Firma. Das ist so ein Projekt, das im Schuljahr darauf sowieso stattgefunden hätte, dass wir das dort dann umsetzen und es nicht bei dieser Idee belassen. Und in 2 oder 3 Monaten haben wir es dann auch geschafft, den Druck in Auftrag zu geben und mit allem drum und dran. Also das Buch war fertig, Finanzierung war abgeschlossen. Und das ist halt schon etwas, was wir uns nicht gedacht hätten, dass es so schnell geht und dass wir so einen Erfolg haben. Das war ja eine ganz schnelle und tolle Führung durch euer Projekt. Und das klingt jetzt so, als wäre das also wie im Flug und mit ganz viel Leichtigkeit gegangen. War das auch so? Oder hat es da am Weg auch Herausforderungen gegeben? Und wie habt ihr die gemeistert? Natürlich war das nicht so. Nein. Wir haben schon ziemlich viel Übung eben schnell zusammenfassen, weil das auch immer wieder notwendig war für diverse Medien, die auf uns aufmerksam geworden sind. Aber es war natürlich nicht so, dass es ein Schritt nach dem anderen war und alles ging ganz schnell und einfach. Wir haben vor allem das Schreiben an sich stark unterschätzt. Also man denkt vielleicht, ein Kinderbuch zu schreiben, kann ja nicht so schwierig sein. Das ist ein bisschen Text, das ist eine längere Geschichte. Aber da gehört halt viel mehr dazu. Die Geschichte muss zusammenpassen mit den Zeichnungen. Das war eine große Herausforderung. Und dass es vor allem auch so einfach ist, die Geschichte auch ja eine spannende Story beibehält. Wie seid ihr denn die Story angegangen? Habt ihr eigentlich Erfahrung mit Kindern schon gehabt? Oder wie habt ihr euch so überhaupt auch angeeignet, dieses Wissen, wann ist etwas für Kinder interessant und spannend? Das haben wir, also wir sind da tatsächlich komplette Laien und wir mussten uns das nach aneignen und nach Gefühl diese Geschichte schreiben. Also wir haben uns das sehr intens ausgemacht. Ich bin hauptverantwortlich für die Geschichte andere haben dann Übersetzung und Finanzierung und so weiter gemacht. Ich habe mir immer wieder gedacht, was hätte ich als Kind gerne gelesen? Als Kind möchte man ja nicht irgendwie ein Sachbuch vorgesetzt bekommen oder den mit erhobenen Zeigefinger gesagt bekommen, was gut und was schlecht ist. Es soll so sein, dass man sich mit den Figuren
identifizieren kann, dass das Ende offen ist, also auch für Erwachsene vielleicht nicht vorherzusagen, dass es dann noch so einen überraschenden Turn gibt, am Schluss ja auch in einem Happy End endet. Außerdem sollte natürlich das Thema dabei rüberkommen. Das war halt so die Herausforderung, das zu vereinen, dass der Klimawandel möglichst objektiv und einfach erklärt wird, aber nicht erklärt im klassischen Sinne, sondern im Laufe der Geschichte, die wir da erzählen. Am Anfang war das Problem, dass die Geschichte die einzelnen Abschnitte viel zu lang waren. Und das war dann so ein Absatz für eine Seite. Viele Sätze, die auch für Kinder dann, also wo nicht das Wesentliche drin stand. Und das war halt so die Herausforderung im Laufe der Zeit, dass das Wesentliche beibehalten wird. Jetzt frage ich doch einmal die Ingrid als unsere Expertin für Volksschulkinder. Das, was der Julian herausgefunden hat, was Kinder interessiert und anspricht, deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Durchaus. Es muss spannend sein. Es muss eine Story sein, in die man sich hineinversetzen kann. Also quasi als Dritter, Vierter, Fünfter im Bunde. Und es ist immer ganz toll, wenn die Hauptfiguren so kleine Vorbilder sind, denen man nacheifern kann, aber die trotzdem erreichbar sind. Also nicht so Superhelden, ja, geht auch. Aber so ist es natürlich für die Kinder noch angenehmer. Genau, also weil du sagst mit den Vorbildern, das habe ich natürlich auch stark versucht, dass wir da Figuren haben, die allesamt Vorbilder sind. Wir haben am Anfang auch überlegt, sollen wir vielleicht eine böse Figur oder irgendwelche Leute hineinbauen, die Kontra geben. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Das braucht es eigentlich nicht wirklich. Und was wichtig ist, dass man erkennt, dass die Hauptfiguren die Guten sind und auch Vorschläge geben und das dann umsetzen, wie sie die Welt verbessern. Also es ist ja wirklich so sehr, die Hauptfigur heißt Clara, das ist ein Mädchen aus der Zukunft und zusammen mit ihrem Kuscheltier, einem Pinguin, das Pinguin, reist sie dann, also sie findet dann erst einen Weg in die Vergangenheit zu reisen und sie wissen ja noch gar nichts über den Klimawandel und das war die Idee, dass wir auch die Kinder dort abholen, wo sie sind, vielleicht haben sie schon mal davon gehört, aber im Prinzip wissen sie nicht, worum es geht und was die Gefahren sind und so weiter. Dann treffen die beiden in der Vergangenheit aber einen Klimaaktivisten. Das ist aber nicht irgendein Erwachsener, sondern auch ein Kind. Es war ja unklar, ob das was gebracht hat, auch in der Zukunft. Aber dann kommt das Happy End. Sie schauen aus dem Fenster raus und es liegt Schnee. Und das zeigt, dass alles perfekt geklappt hat, dass man sich trauen sollte, Probleme anzugehen und auszusprechen. Großartig. Das macht so Mut. Und das war der Plan. Eben. Und die Kinder werden auch ernst genommen, weil man ihnen von dem Problem erzählt und ihnen zeigt, ihr könnt ganz viel bewirken. So ist es. Also der große Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist ja, dass Erwachsene ihr Weltbild haben und sie sind aufgewachsen mit einer gewissen Vorstellung, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und ja auch mit einer gewissen Lebensweise, die man natürlich nicht so schnell ablegt. Das heißt, sie haben Angst vor jeglicher Veränderung oder vor den meisten Veränderungen. Da wird erstmal mit Angst reagiert. Bei Kindern ist es ganz anders. Sie sind neugierig. Sie lernen ja die Welt erst kennen. Und haben auch von sich aus diesen Antrieb, was Gutes zu bewirken. Also, ich kenne kein Kind, was Schlechtes von, was einfach um des bösen Willens was Böses machen möchte. Dass Kinder einfach dieses Gute in sich tragen und dass es kein Kind gibt, das böse sein will oder Böses bewirken will und dieses Bedürfnis, die Welt besser zu machen. Und du hast auch gesagt, das mag vielleicht naiv sein. Also ich möchte das einfach nochmal unterstreichen, dass ich das was Wunderschönes und ganz, ganz Wichtiges finde.
Und ich finde es auch gar nicht naiv. Ich finde, das ist ein etwas ganz Natürliches auch, ja, so dieses Streben nach dem Schönen, nach dem Guten und auch die Freude dran, die eigene Kreativität einzusetzen. Und ich finde es also wichtig, dass ihr nicht mit dem drohenden Zeigefinger, sondern mit der Ermutigung gearbeitet habt. Also nicht das Angst machen, nachdenklich machen. Aber so das Gefühl geben, hey, du kannst es ja, du kannst was bewirken. Trau dir es zu. Genau das ist es. Das war unser Ziel, also eines unserer Ziele. Man könnte es ein bisschen zusammenfassen, dass wir unter dem Ziel, dass wir die gesamte Gesellschaft ohne Vorurteile erreichen möchten. Wie und wo es euer Buch gibt, also es gibt es schon, man kann es bekommen, man kann es bestellen. Wie und wo funktioniert das und wer hat es denn schon? Wer oder wie viele? Ja, unser Buch, also wir haben auch einen Online-Shop, gleich kurz bevor das Buch angekommen ist oder die Bücher angekommen sind, haben wir einen Online-Shop ins Leben gerufen. Und dieser Online-Shop ist auf einer Website, auf unserer Website, die heißt salubriousclimate.at. Die größte Unterstützung war natürlich, dass jemand diese Illustrationen gemacht hat. Das ist ein bisschen über uns. Vorwort von der Frau Bundesministerin für Klima. Sehr schön. Und dann beginnt schon die Geschichte. Also, das ist die Clara die, und ihre Oma. Sie erzählt dann vom Schnee. Und ganz wichtig, die großen Bilder. Na, die großen Bilder und die Texte, die Kinder auch zum Lesen anreizen, von der Länge und von der Menge. Auch die nicht so gut nur lesen können. Genau. Also, das war uns sehr wichtig, dass es kein Textbuch ist mit ein paar Bildern zwischendrin, sondern ein Bilderbuch mit Text dazu. Ja. Das heißt, ihr habt auch viel Unterstützung bekommen von vielen viel, Menschen. Ja. Also auch wissenschaftliches so. Feedback. Wir sind sehr dankbar dafür. Also, auch wenn es darum geht, diese Idee überhaupt umzusetzen. Da gab es ja immer wieder dann diesen kleinen Stupser Richtung Projekt. Am Anfang war es unser Klassenvorstand, der gemeint hat, ihr müsst da unbedingt mitmachen bei diesem Businessplan-Wettbewerb mit dieser super Idee. Das kommt bestimmt gut an. Wir dachten uns, ja, das ist jetzt ein Teil des Unterrichts, damit wir ein bisschen was lernen, aber so richtig Lust hatte erst, müssen wir ehrlich sagen, niemand auf den Businessplan-Wettbewerb. Aber dann hat sich diese Denkweise ein bisschen stark verändert. Nach der Logik, wir machen sowieso mit, da könnten wir auch gleich gewinnen. Und weißt du, was ich merke? Eure Grundmotivation ist eigentlich meine, also was ich spüre, dass ihr wirklich was bewirken wolltet. Weniger der Wettbewerb. Sondern ihr wollt einen Sinn. Also es sind eure Werte und ihr wollt etwas Sinnvolles tun. Habe ich das Gefühl. Meaning. Auf jeden Fall. Also ich kann das so unterschreiben, dass ich mir öfters, also ich bin ja auch des Öfteren mit irgendwelchen politischen Dingen oder dem Weltgeschehen nicht zufrieden. Und das löst aber in mir weniger Angst aus, sondern die Motivation, sich damit zu befassen und sich zu überlegen, wie könnte es besser gehen. Da ist mir auch gleich eingefallen, euer Buch ist ja zweisprachig, oder? Genau. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Erzähl mal, was war denn da die Überlegung und wie kam das? Man kommt ja erstmal nicht auf die Idee, dass man ein Buch einfach so zweisprachig macht. Aber wir dachten uns, oder die Inspiration kam von einem Buch, das eine ganz ähnliche Geschichte hat wie unseres, an unserer Schule vor, ich glaube, 4 Jahren oder so entstanden ist. 4, 5 Jahren. Das war ein Kinderbuch für Flüchtlinge oder für Flüchtlingskinder. Und das war sogar dreisprachig. Ich glaube, in Farsi, Arabisch, solche, ich weiß nicht mehr genau.
dass es natürlich nicht nur die Deutschsprechenden erreicht, sondern auch jeden anderen, der diese Sprachen spricht. Wir haben natürlich eine bisschen andere Situation. Es sind nicht Leute, die spezielle Sprachen sprechen, die dieses Buch dann lesen sollen, sondern es ist ein internationales Thema und womit erreicht man die Internationalität mit Englisch. Und es ist eigentlich eine Sprachlernmethode. Und zwar sehr wirksame. Die Vera Birkenbühl, diese geniale Trainerin gewesen, Buchautorin, die viele Seminare geleitet hat für Manager. Und die hat diese Sprachlernmethode entwickelt oder an sich selbst entdeckt und dann weiterentwickelt, indem man einen Text in verschiedenen Sprachen liest und vergleicht. Was macht dir den Mut? Ich bin eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch, der aber gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis hat, ob es jetzt kleine oder große Dinge sind, Sachen zu verbessern. Und aus dieser Kombination ergibt sich, dass ich feststelle, dass es ein Problem gibt und möglicherweise Lösungen gefunden werden müssen oder es gibt Lösungen, sie müssen nur noch die Akzeptanz finden, was auch immer. Weniger daraus, dass ich jetzt so mutig bin oder so grundidealistisch, möchte ich, oder ist es für mich ganz klar, dass ich versuche, die richtigen Sachen voranzubringen oder meine Meinung zu sagen, meine Standpunkte zu argumentieren und auch immer wieder was Neues zu lernen. Aber ich möchte einfach die Welt in die Richtung ein bisschen bewegen, wie es meiner Ansicht nach besser wäre. Und das ist ganz logisch und hat für mich weniger mit Mut zu tun. Den Mut muss man dann halt mal kurz aufbringen, wenn man ein Interview gibt oder so. Aber das sind... Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann motivieren dich die Tatsache, dass es Lösungen gibt, man muss sie nur finden und du möchtest ein Teil von diesen Lösungen sein und die in die Welt zu bringen. Wofür brauchst du Mut? Du hast schon Interviews erwähnt. Gibt es noch was, wofür du Mut brauchst? Also dieses Interview ist mir entspannt. Wir hatten auch schon Interviews mit ORF, ja, ORF und ein paar anderen Medien. Da hat man natürlich immer Angst, dass man mal was Falsches sagt. Ich persönlich brauche Mut, wenn ich was Komplexeres oder wo man was falsch sagen kann, an die Öffentlichkeit zeigt. Oder wenn es darum geht, sich vielleicht mit seinen Aussagen oder dem Wissen zu blamieren. Also, dass das im Raum steht. Es ist vor allem manchmal die Angst, dass man nicht alles weiß, was eigentlich nicht geht, aber bestimmte Sachen nicht weiß und damit dann vielleicht in ein Fettnäpfchen hab. Okay. Aber wenn man es authentisch macht, in ehrlicher Überzeugung. Genau, also das habe ich auch mit der Zeit festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, solange man durchblicken lässt, worum es einem wirklich geht. Und ich möchte überhaupt eine Lanze brechen, auch für diesen Mut zum Nichtwissen, weil das ist auch, du hast vorher so gesprochen über die Denkweisen und die Weltbilder und so weiter und dass wir alles wissen müssen und dass es eine große Schande ist, wenn wir nicht alles wissen, gehört ja da auch dazu. Niemand weiß alles, ja. Wie du ganz richtig gesagt hast, das geht gar nicht. Julian, glaubst du, ist es überhaupt hilfreich und sinnvoll, von Fehlern zu sprechen oder in dieser Kategorie von Fehlern zu denken? Ich habe mir das angewohnt, dass ich unter einem Fehler was verstehe, was man im Nachhinein anders gemacht hätte. Man kann okay. Natürlich auch unter einem Fehler das verstehen, was grundsätzlich falsch ist und was ein Problem an sich ist. Und das ist aber nicht meine Interpretation von Fehlern. Und vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst am Let the Future Talk. Ja, dann
wünsche ich dir weiterhin, dir und deinem Team und allen, die euch da unterstützt haben, alles, alles Gute für das Buch, auf das uns der Schnee erhalten bleibe. Das ist ein schönes Schlusswort. Es liegt natürlich auch an uns, uns zu bedanken für diese wunderbare Chance. Und ich finde das ganz persönlich sehr toll, was du da auf die Beine gestellt hast mit diesem Format. Und ja, also wär schade, wenn es das nicht gäbe. Danke. This Future Talk was powered by Die Mutmacherei.